Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, weiter geht's mit dem Glas setzen. Glas setzen for the win. So, ding, ding, ding. Ja, hier muss ich trotzdem setzen, auch wenn wir hier nicht an besonders viel Sand rankommen werden. Aber das lässt sich nicht vermeiden, weil wir hier durch müssen, um dann nach hier hinten zu kommen. 25 Stück haben wir noch. Können wir noch ein bisschen mitmachen. Dann müssen wir auch dringend Sand schippen gehen, bevor uns da die Öfen leer laufen. So. Ja, und dann werden wir jetzt hier dann gleich mal links abbiegen. Ist das richtig? 3, 3. Ja, passt. Alles richtig bisher, alles gut. Das ist schön. So, hier geht es noch nicht um die Ecke, aber hier geht es dann gleich um die Ecke. So, bing, 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 bing. Ja, leider noch kein Fitzelchen Sand. So, und deswegen habe ich vorhin auch hier, also nicht vorhin, für euch in einer der letzten Folgen, ich glaube in der letzten Folge war es sogar, das auch zugemacht. Ja, da vorne habe ich es anscheinend vergessen. Ach nee, Quatsch, ich bin auch falsch. Ich wollte ja. Nee, doch, müsste eigentlich richtig sein. Normalerweise hätte ich hier zumachen sollen. Habe es wohl vergessen. Naja. Kann passieren. Auf jeden Fall sind wir jetzt da, wo wir hin wollten. Beim Sand. So, ding, ding, ding. Wir werden dann hier natürlich mal mehr, mal weniger Sand haben, aber es sollte dafür reichen, um die Öfen reichlich zu befeuern. So, ding, ding, ding. Und dann fräsen wir uns hier mal schick durch. Ja, ich weiß nicht, ob eine Schippe mit Effizienz vielleicht besser wäre. Wobei alles ab Effizienz 3 bei einer Schippe, weiß ich nicht. Da haut man einfach zu viele Sachen weg, die man gar nicht weghauen möchte. So aus Versehen. Die ist dann eigentlich gar nicht mehr beherrschbar. Finde ich jedenfalls. Ist denn das noch richtig? Nee, irgendwas ist falsch. Das ist doch gar nicht richtig hier. Ja, der war ja auch falsch gesetzt. So. Ich mache da erstmal eine Wand draus und dann ist gut. Der war glatt falsch gesetzt. Ja, hier treffen wir dann wieder auf Sand. Schön, schön, schön. Ja. So viel Sand ist das jetzt auch nicht. Aber immerhin. Ja, dieses Fiepen, was ihr ab und zu mal hört, das ist noch relativ neu. Das sind die Fledermäuse, die man da ab und zu mal hört. So, ding, ding, ding. Das liegt also nicht an meinem Mikro, wie ich zuerst gedacht hatte. Nein, es sind tatsächlich die Fledermäuse. Die geben dieses fiepende Geräusch von sich. Das gehört halt auch mit dazu zu dem neuen Ambiente-Sound. Ah, okay, schau an. So weit sind wir noch gar nicht. Aber den würde ich ganz gerne haben. Den Sandblock haben wir gekriegt. Alles ist green. So. Ja, die beiden können wir noch mitnehmen. Die vier, besser gesagt. Ja, und dann geht's jetzt auf jeden Fall zurück. Schnell, schnell, schnell. Öfen vollpacken. Auch die Laufgeräusche, das ist ja alles noch relativ neu für den einen oder anderen.
Ja, der hat fertig gebraten. Blöd, sind wir ein bisschen zu spät gekommen. Der läuft auch schon leer eigentlich. Da können wir nachpacken. Schön, schön, schön. Ein bisschen gezuckelt hat es, aber das kann auch wiederum daran liegen. Da machen wir nur 8 rein. Fertig. Ey, Quatsch. 8 sah ich schon. Ja, war doch richtig. Machen wir nur 8 rein. An der Tag-Nacht-Schaltung kann das natürlich liegen, dass das ein bisschen gezuckelt hat. Ja, das Glas lassen wir da jetzt erstmal drin verbrutzeln und dann schauen wir mal, wie viel wir da noch brauchen. Man kann sich ja nicht immer so hetzen und ich würde jetzt ganz gerne erstmal draußen weiterhin das Gitter fertig machen. Ja, einen Zombie höre ich auch. Also hier muss definitiv irgendwo eine Höhle in der Nähe sein. Ich weiß nur nicht wo. Gut. Ding, 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 ding. Dann machen wir hier erstmal weiterhin zu. 1, 2, 3, 4. Leuchtstein. 1, 2, 3, 4. Und raus und Leuchtstein. 1, 2, 3, 4. Leuchtstein. 1, 2, 3, 4. Und Leuchtstein. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Leuchtstein. Und 1, 2, 3, 4. Leuchtstein. 1, 2, 3, 4. Leuchtstein. Und ihr seht schon, wir haben einen ganzen netten Leuchtsteinverbrauch. 2, 3, 4. Leuchtstein. Da passt es ja dann auch. Ja, dann nur noch hier drüben und dann haben wir es auch geschafft eigentlich. So. 1, 2, 3, 4. Leuchtstein. 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 1. 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Halt. Immer wieder dieselbe Anzahl, aber so haben wir dann wenigstens keine Beleuchtungsschwierigkeiten. Das sollte also gut passen. Vorbeigefallen. Müssen dann nur zusehen, dass wir dann später mal hier diese ganzen Quadrate halt auch noch ausfüllen. Das ist halt auch wichtig noch. Und dann hätten wir eigentlich auch mehr oder weniger alles abgedeckt. Ja, da müssen wir uns noch darum kümmern, dass wir die Scheiben noch für die, also für die Seiten, die Scheiben an Land kriegen. Das ist ja auch nochmal alles Glas. Also Glas benutzen wir schon nicht zu knapp. Das wird schon eine ganze Ecke sein, was wir hier verballern. Nein! Erst runtergefallen, dann falsch gesetzt. So. Bing, bing, bing. Bing. Hier noch. Da noch. Ja. Das wird noch eine ganze Ecke Glas werden. Essen müssen wir auch gleich nochmal was. Durch das ganze viele Gelaufe haben wir natürlich auch einen ganz guten Energieverbrauch. Ich weiß gar nicht, wie es drüben aussieht, ob ich da schon die ganzen Quadrate aufgefüllt habe, Quatsch, wenigstens markiert habe. Auffüllen kommt ja dann erst später. So viel Glas haben wir im Augenblick, glaube ich, gar nicht. Wir gehen einfach mal gucken. Ich glaube, da habe ich sogar schon aufgefüllt, ne? Ja. Ja, gut, okay, ja, dann machen wir jetzt einfach hier außenrum weiter und füllen halt ganz normal auf. Und dann lassen wir die Öfen erstmal ausbraten, weil ich möchte nicht zu viel Glas produzieren, was wir dann nicht brauchen. Den Scheiben werden wir bei weitem nicht so viel brauchen.
Und ich denke mal, zur Not werden wir alle vier Öfen einfach laufen lassen mit Glas drin, mit Sand drin, um Glas zu machen, falls wir denn ganz, ganz dringend, ganz schnell welches noch brauchen. Ja, das ganze Ding wird doch ein bisschen größer, als ich mir das eigentlich gedacht hatte. Also ich hatte das eigentlich kleiner geplant, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn wir den Boden hier rausreißen, kann es gut sein, dass wir da auf eine Höhle stoßen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe hier immer so ein Zombie-Brummeln auf dem Ohr. Das deutet halt einfach schon mal darauf hin, dass da irgendwo halt noch eine Höhle sein muss. Schauen wir doch einfach mal. So, dann rennen wir erstmal zu dem hier ganz hinten. Nehmen uns mal Cobblestone raus und schmeißen den einfach mal rein. No, Glas draußen, ja. Waren ja nur acht. Acht Tücke. So, Bing, Bing, Bing. Haben wir da noch irgendwie Sand in der Kiste? Nö. Ach so, ein bisschen Erde können wir noch rausschmeißen. Da brauchen wir echt gar nicht so viel von. Den Lehm können wir rausschmeißen. Ja, und dann geht's mal zurück und wir buddeln erstmal schnell wieder eine Runde. Obwohl, wir setzen erst das Glas. Erst das Glas, dann wird gebuddelt. So. Ja, hier müssen wir halt auch noch alles rausholen. So geht das natürlich schneller, weil man sieht, wie schnell das da so vorangeht. Aber wie gesagt, die Wände fehlen ja noch, der Boden ist noch gar nicht drin. Dann, also zu machen ist noch eine ganze Menge. Ja, jetzt bin ich schon dran vorbeigelaufen. Müssen wir mal so machen. Na komm. Das ist aber auch immer schwierig. Mann, Mann, Mann. So, da hinten waren wir, glaube ich. Na, wir könnten bald überlegen, ob wir das Loch nicht verlegen, aber naja, bei diesen kurzen Abständen hier, da, also kurzen Strecken, da ist es eigentlich auch wurscht. Ich wollte noch mal gucken, können wir die nicht aufeinander legen? Ja, klar, können wir die aufeinander legen. Ja, wieder ein Taschenplatz mehr. Schön. Also jetzt könnten wir uns schon mehr oder weniger wenigstens einmal außen rum buddeln. Fast. Noch nicht so ganz, aber fast. Ne, da sind die nächsten. Ja, doch, das sollte passen, dass wir uns wenigstens einmal komplett außen rum schon mal buddeln können. Bing. Ja, dann machen wir mal vorne weiter. Dann machen wir hier einfach weiter. Nein, falsch. Ja, dieses Loch hier aufzufüllen, das wird natürlich noch ein bisschen interessanter werden. Da werden wir mal buddeln müssen und dann wieder Erde reinstopfen müssen. Aber auch das geht, also ich habe das ja schon mal ausprobiert. Probe geschwommen und gebuddelt und also das funktioniert echt prima. Ja, ihr hört's, ich bin immer noch so ein bisschen heiser, aber es ist schon bei Weitem besser geworden, also um Welten besser, als es noch vor ein paar Tagen war. Dieses Jahr hat es mich mit Erkältungen wirklich fürchterlich oft erwischt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich zu wenig Hähnchen gegessen. Das könnte natürlich auch sein. Wer sich ein bisschen mit Mastbetrieben und Hähnchenzucht auskennt, der weiß, wie ich das meine. Aber ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ich sage jetzt hier auf jeden Fall erstmal Tschüss, macht's gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis bald.